Meine Kids waren grad geboren, da traf sie der Fluch, ihr seid verloren. Das Schicksal nimmt die Mutter fort, ihr findet sie am fernen Ort. Sonic Underground, Sonic Underground. Die Mutter finden ist ihr großer Traum. Sie wachsen heran, werden stark und klug, kämpfen gegen Unrecht und Betrug und suchen die Mutter, sie wartet auf sie. Doch wann sind sie vereint und wo und wie erfüllt sich die Prophezeiung nie? Sonic Underground, Sonic Underground. Ich sehne mich nach den Kindern, doch muss ich mich zügeln. Zu frühes Handeln könnt ihr Schicksal besiegen. Die Mutter finden ist ihr großer Traum. Sonic Underground. Wir laufen vielem hinterher, was neu und vielversprechend wirkt. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die alten Methoden manchmal die besten sind. Wow. Mein Magen macht mehr Radau als Manic mit seinen Drums. Entschuldigt mich, Leute, ich brauche unbedingt was zu futtern. Hilf uns erstmal, den Kram hier zu verstauen. Keine Sorge, Brüderchen, ich brauche nur uno momento. Sonic! Oh. Oh. 6 Chili Dogs, bitte schön, mit allem drum und dran. Man soll ja nicht mit leerem Magen arbeiten. Oh, oh ja! Das nenne ich eine anständige Portion Chili Dogs. Wieso hat das so lange gedauert? So ein Meisterwerk braucht nun mal seine Zeit. Beachte das Aroma. Die vorzügliche Mischung von Chili und Hotdog. Igitt, wie kannst du die Dinger nur essen? Schnell, wie alles, was ich tue. Oh, bitte. Ist ja widerlich. Ganz locker, Schwesterchen. Ich esse nur noch den letzten und dann können wir abhauen. Entweder ist das der komischste Chili-Dog, den ich je gesehen habe, oder hier gehen merkwürdige Sachen vor. Na hoppla hopp, eine Kokosnuss? Hey, seht mal, Fanpost von einer hohlen Nuss. Ihr werdet auf Speedstar Island gebraucht. K.A. K.A.? Hä? Königin Alina, die Nachricht ist von Mom. Wir sollen nach Speedstar Island. Und wie kommen wir hin? Die Insel liegt mitten im Südmobianischen Meer. Meer? Kein Grund zur Panik. Ich packe ein Schwimmkissen unter den Wagen. Du wirst noch nicht mal nasse Füße kriegen. Es muss doch eine andere Möglichkeit... Swapbot! Geschwisterlein, hau dir rein! Ja, und noch eine kleine Nachtmusik. Gib sie ihn, Brüderchen! Oh, oh. Alle Mann gut festhalten! Eine Kreuzfahrt ist vielleicht eine ganz gute Idee. Hier wird's mir langsam ein bisschen zu heiß. Darf ich es mal versuchen, Vater? Du hast versprochen, mir zu zeigen, wie es geht. Du musst nicht mehr lernen zu fischen.
Bald haben wir alle Jobs und Geld, um uns Sachen zu kaufen. Einen neuen Lebensstil. Ich will aber keinen neuen Lebensstil. Wir sind doch bisher sehr glücklich gewesen. Schon wieder kein einziger Fisch. Auf die althergebrachte Weise können wir uns nicht mehr ernähren. Wir brauchen Veränderungen, wenn wir überleben wollen. Die Festlandbewohner sind zurück. Ich muss mit ihnen reden. Diese Insel ist der perfekte Ferienort für die Aristokratie von Robotropolis. Wunderbar, diese tropische Luft. Hier ist es so urig und rustikal. Das Dorf werden wir natürlich verlegen müssen. Wir dürfen dieses erstklassige Grundstück nicht an ein paar Hütten verschwenden. Das Dorf verlegen? Ich präsentiere Ihnen Club Robotson. Das Neueste in Sachen Hightech-Ferienanlagen. Und die urigen Steinfiguren, die Sie herumstehen haben, benutzen wir als Dekoration für die Lobby. Einst war unsere Insel ein echter Zufluchtsort, die uns mit allem, was wir brauchten, versorgt hat. Doch nun sind nicht länger Fische in den Lagunen und wir können uns nicht mal mehr selbst ernähren. Wir werden die Insel wohl verkaufen müssen. Nein, Vater! Du darfst die Insel nicht verkaufen! Wir müssen, Mantu. Wir haben keine andere Wahl. Aber es ist unser Zuhause! Mantu! Es ist immer schwer für Kinder, wenn sie umziehen müssen. Oh, warum hat mein Vater uns verkauft? Warum kann es nicht wieder so sein wie früher? Damals waren wir noch glücklich. In den alten Zeiten habt ihr Wächter uns beschützt. Doch jetzt glaubt mein Vater nicht mehr daran, dass ihr uns helfen könnt. Kommt, ihr Wächter! Euer Volk braucht euch dringend! Oh. Vielleicht seid ihr ja doch nur eine Legende. Wenn ihr uns nicht beschützt, wer dann? Sandenlicht, Land in Sicht. Und das keine einzige Sekunde zu früh. Oh, oh, eine Schrottnik-Patrouille. Ich dachte schon, wir müssen einen neuen Gitarristen auftreiben. Hör auf zu labern und bring mich an den Strand. Endlich wieder Land unter den Füßen. Sie sind gekommen. Die Wächter. Wer bist du denn? Der Wächter spricht. Hey, warte! Wer war das denn? Was fragst du mich? Aber vielleicht weiß er, wie er uns weiterhelfen kann. Kommt schon, er muss hier ja irgendwo stecken. Oh, da ist er! Komm zurück, wir wollen dir nicht wehtun. Vielleicht hat er ja weniger Schiss, wenn wir ihm was trällern. Hast du keine Gelegenheit? Vielleicht ist es nämlich nie wieder so weit. Ergreif die Chance und sei bereit, sonst tut's dir noch mal leid. Willst du mal
mal was Neues ausprobieren. Kannst du gewinnen oder verlieren? Vielleicht hast du Pech oder auch Glück. Vielleicht kriegst du auch das größte Kuchenstück. Verpasst bloß keine Gelegenheit. Vielleicht ist es nämlich nie wieder so weit. Ergreif die Chance und sei bereit. Sonst tut's dir noch mal leid. Hey, vielleicht wird's ja richtig toll. Ergreife deine Chance. Komm schon, deine Chance. Deine Chance. Ihr seid die Wächter. Ich habe euch gerufen und ihr seid wirklich gekommen. Warte mal einen Augenblick. Was für Wächter? Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, aber wir sehen viel besser aus. Vielleicht hat uns Mutter deswegen die Nachricht geschickt. Wer bist du und wieso willst du unsere Hilfe? Ich heiße Mantu. Diese Fremden wollen unsere Insel kaufen, um eine Hotelanlage zu bauen. Und ihr seid hier, um uns zu retten. Was für Fremde, Mann, Mantu? Da sind die zwei, die von Robotnik kommen. Ein Muskelpaket und einer, dem ich nicht über den Weg traue. Dingo und Sleet. Und dann ist da noch dieser Wichtigtuer mit dem ganzen Geld. Tja, hört sich nach jemandem an, den du näher kennst. Bartleby. Er will unser Dorf abreißen, um seine Anlage zu bauen. Mantu! Mein Vater! Schnell, versteckt euch! Ich wusste, dass ich dich hier finden würde. Es tut mir leid, Mantu. Ich habe immer gedacht, dass du meinen Nachfolger als Häuptling antrittst. Aber die Dinge ändern sich. Du wirst sehen, das Leben wird viel leichter für uns. Wir kriegen Jobs und all die anderen schönen Dinge, die Robotnik uns versprochen hat. Ich hoffe, du hast recht, Vater. Sie sind weg. Der Kerl kann was erleben. Ich werde ihm genauso wehtun, wie er diesen Leuten. Na, da will ich aber live dabei sein. Ich bleib hier. Irgendwas an diesen Schnitzereien kommt mir bekannt vor. Na klar, du Experte für einheimischen Kultur. Gehen wir, Schwesterchen. Die Einheimischen sind bereit zu verkaufen. Sehr gut! Ich muss sagen, es war ein hübscher Einfall, die hiesigen Fischschwärme zu verjagen. Die sind am Verhungern. Ja, ich muss schon sagen, die Brillanz meiner Pläne grenzt fast an Kunst. Wirf ein Auge auf Bartleby. Er könnte Ärger machen, wenn er mitbekommt, dass wir die Einheimischen robotisieren wollen, sobald der Kaufvertrag unterzeichnet ist. Nur keine Sorge. Ich habe Dingo damit beauftragt, ihn zu überwachen. Eins muss man Bartleby lassen. Er versteht es, stilvoll zu reisen. Da kommt jemand. Hier rein, los! Ich kann es kaum erwarten, dass diese Anlage gebaut wird. Ich bin es leid, so einfach zu leben. Ich hoffe, ich finde unter diesen primitiven Bedingungen ein wenig Schlaf. Hör auf damit, du blöde Maschine! Hallo, alter Freund und Kupferstecher! Bartleby? Sonja! Was bitte machst du hier? Du darfst diese Hotelanlage nicht bauen! Ich bringe einen Hauch von Luxus in das ärmliche Leben dieser Eingeborenen. Ja, Luxus im Schrottnik-Stil. Ich hab ihn, Sleet, ich hab ihn! Verhaftet die Hedgehogs! Sie haben sich zum letzten Mal eingemischt. Blechsalat. Schnapp sie dir. Oh.
Und wenn wir das ganze Dorf zerstören müssen, ich will diese Hedgehogs! Ah! Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Kleiderwechsel. Hinterher! Oh Mann, diese Schnitzereien sind ja gar keine Worte. Hey, was ist los? Ihr seht aus, als wären eine Armee SWAT-Bots hinter euch her. Aber auch nur, weil eine Armee SWAT-Bots hinter uns her... Nimm mich mit! Mein Vater hat uns alle verraten. Hä? Ich kann unmöglich länger hierbleiben. Was immer dein Vater getan hat, hat er nur gemacht, weil er sich um dich sorgt. Glaubt ihr das wirklich? Mhm. Dann sollte ich ihm noch eine Chance geben. Das Dorf raus! Vater! Hey, wartet! Ich wollte euch noch was über diese Schnitzereien sagen. Schnell! In den Dschungel! Also das nenne ich stadterneuernde Maßnahmen. Sleet, was geht hier vor? Wir haben die Insel bisher noch nicht einmal erstanden. Details. Abgesehen davon will Robotnik sowieso, dass diese Leute robotisiert werden. Eine gute Hotelanlage braucht Pagen und Kellner, die tun, was man ihnen sagt. Und Robotnik gibt nicht gern Trinkgeld. Das könnt ihr unmöglich tun. Dann pass mal auf. Treibt alle Dorfbewohner zusammen. Ich will, dass alle robotisiert werden. Wie können die sowas nur tun? Das war so nicht abgemacht. Schaffen Sie die Leute hier weg und wir kümmern uns um die SWAT-Bots. Diese Bots sind Schrott. Oh! Ja, aber da, wo die herkommen, gibt's noch mehr. Was ist denn das Ekliges? Dingo! Gruselig, nicht wahr? Manic, Sonja, unsere Medaillons! Lass sie los! Du Schädel! Du kleine Stressbacke, es wird mir eine Freude sein, dich zu robotisieren. Ja. Vater! Ja! Sonic, Sonja, diese Schnitzereien, das sind Noten. Alles, was ihr tun müsst, ist zu spielen. Die Hotelanlage und jetzt sitzen wir hier ohne Paddel fest. Die kommen nicht wieder. Und wenn doch, spielt einfach diese drei Noten und die Wächter betätigen sich als SWAT-Bot-Presse. Danke, dass ihr hinter das Geheimnis der Wächter gekommen seid. Mein Junge, es war falsch, dass ich die Insel verkaufen wollte. Du hast nur getan, was du für das Beste gehalten hast. Gelöst, Brüderchen.
Aber wie kommen wir hier wieder weg? Der Wagen liegt bei den Haien. Gar kein Problem. Ich habe alles unter Kontrolle. Das muss man diesen Wächtern schon lassen. Die sind zwar steinalt, aber nicht steinkalt.